nachdem der KRKW die Falkstraße benutzt hat, hat er leider einen technischen Defekt und es entsteht ein Motorbrand. Deshalb ist die Freiwillige Feuerwehr angerufen worden und kommt jetzt zum Löschen. So und hier, das könnten wir uns auch das wird mit was glauben wollen. Gucken wir mal, wie schnell die sind. Mal sehen. Ne? Nee, jetzt mal. Nein, die lassen sich mehr Zeit. Die lassen sich mehr Zeit. Ja und? Nein, aber das Tier ist echt, das bräuchte mir wirklich. Ne? So auf jeden Fall nur mehr ein Schuss als unseres. Dann auch gut zu haben. Ja. Mit Audiokommentar von Joshua. Ich hab immer gedacht, unser Pogo springt nicht an. Oh je. Wir haben auch Probleme. Und der ist ein bisschen überladen. Wenn das Auto brennt, was läuft der denn da lang? Ja, weißt du. Was ist denn da Zeit? Ich war gar nicht im Boot. Doch. So eine Straße absperrst, kann sowieso kein anderes Auto mehr nachfahren. Ja, dumme. Die machen jetzt eine Krankenkarte, da holen sie einfach da hinten das Ding raus und dann haben sie raus. Weißt du, da machen sie einfach hinten dieses, denn die Türen auf, holen den Kranken raus und dann haben sie es. In echt würde der da vorne, der neben sich hat, halt nie bewusst was laufen. Ja. Der Schwert kommt da an. Das ist doch richtig. Ja, was soll das denn bringen? Dass du außen rum fährst, du Heinz. Ja, da hast du kein Auto, da fährt doch kein Auto lang. Da hast du Schwert. Und nie im Leben gibt es in Afghanistan freiwillige Feuerwehr. Ja, und in Afghanistan, das ist ja hier. Ja, aber hier werden ja, auch keine guten Dinger gemacht. In Friedenszeiten, warum bauen die dann so eine Straße auf? Weil es im Gelände ist. In Frieden. Stell dir mal vor, nein. Meine Übung, ja. In Friedenszeiten sind aber hier auch die normalen Krankenwagen. Ja. Stell dir mal vor, du hast im Gelände einen Verletzten. Und die Kiste fackelt dir einfach nicht. Ja, ich hab wieder was gesagt, du hast. Normalerweise hat ein Truppen Übungsplatz eine eigene Folge. Einer sollte dem mal sagen, wie teuer so ein Wagen ist. Ja. Der wird jetzt schon leck. Feuer. Ja. Die spritzt mich nass. Genial. Und wir haben immer noch keine Wasserversorgung. Ja, im Gelände ist auch kein Hydrant. Doch. Jetzt sag mir mal, wo du am Truppenübungsplatz im Gelände... Da gibt's Hydranten. Wasserentnahmestellen. So viele Schläuche hast du aber nicht. Du brauchst noch einen GWM. Den wir haben. Ja, der kommt dann extra von Neuro. Und schön vorne rein.
stehen mir schon wieder zu viele Leute. Dann muss hinten halt mal geguckt werden nach dem Verletzten. Ja. Der liegt hinten drin, das Auto brennt. Hallo, hallo, das wird ein bisschen warm hier. Das ist ein Amerikaner. Oh. Weil der nicht da ist, das in dem Zelt. Denn? Der die Flagge so schiebt. Oh, das sind Bundeswehrsoldaten, die Wüstendinger rein haben. Da ist aber die Flagge nicht so drauf. Wo denn? Da unter dem Zelt. Das ist doch digital. Nee, das ist wirklich, das ist wirklich. Das ist digital. Da geht jetzt hin. Bei dem roten Teil oder was? Nein, da bei dieser. Ja, wir gucken uns echt die Übung an hier, Kevin. Doch mit Schaum. Schaum. Jetzt wieder volle Krankenwagen mit Schaum vorgenommen.